Man tut nichts gegen, ja, befeuert die Verbreitung von Hass und Hetze gegen Andersdenkende durch Regierungsfernsehen und Kartellparteien. Aber die Innenministerin will gegen Telegram vorgehen. Wir sagen, wer Meinungsfreiheit und plurale Diskussion will, der beauftragt nicht Netzzensur. Wer wie die CDU Sachsen das Demonstrationsgrundrecht mit einer Beschränkung auf 10 Personen faktisch aufheben will, der, also im Grunde genommen mit völlig fadenscheinigen Corona-Gründen im Freien, der zeigt, dass er sich sein politisches Überleben nur noch durch Aufhebung der Oppositionsgrundrechte vorstellen kann. Das scheint bei der Innenministerin mit ihrer faktenbefreiten Diffamierung von regierungskritischen friedlichen Spaziergängen ganz ähnlich zu sein.